Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Let's Show aus Warframe. Und Alk ist auch mit dabei. Hallo. Hallo. Ja, ach, ist nicht niedlich. Kann ich. Nein, man kann immer noch Nein, nicht. jetzt noch nicht. Kann immer noch nicht streicheln. Na gut. Wir schonen euch etwa. Wir wollen Also was. wir zeigen euch etwas. Geht zur Schmiede, Decem. Wir zeigen euch, wie ich etwas beschleunige. Nein. Das Wohnbereichsegment. Wenn ihr das fertig habt, passiert was. Ja, Aber wir nur. beschleunigen das Wir schnell. beschleunigen das jetzt erstmal für die Aufnahme, um das Leute zeigen zu können, was dann eigentlich da passiert. Your habitation segment is complete and the new room is ready. Orders cannot contain his excitement. Will you go there now, operator? Will you? Er ist ja richtig Mal rein. aufgekratzt. Nö, lass es einfach mal stehen. Und das Geld, die 25 Platin, die kriegen wir wieder rein. Ich weiß, da verkaufen wir dann einfach ein, zwei Riffenmods, nicht wahr? Ja, genau. Ja, die kaputte Tür ist nicht mehr kaputt. Well, what do you think? Not too shabby, yes? Ordis hopes the operator enjoys this new room. Ja, klar. Okay, ja. Das ist jetzt also dieser neue persönlich anpassbare Raum. Habe ich Dann gehen denn. wir zum Fenster. Da habe ich doch was im gelesen. Neuestes Update und so. War zwar alles auf Englisch, aber was ist das? Da, was ist das denn da an der Tür? Am Fenster. Das da? Ein Touch. Oh, dann touchen wir Passen wir erstmal. mal an. Okay. Ja, dann willkommen wieder zurück auf Lua. Okay. Dann laufen wir mal, nicht wahr? Ja, sollten wir mal laufen, nicht wahr? Komm, ein bisschen schneller. Ja, Ike hat das hier wohl wahrscheinlich schon gesehen, nicht wahr? Ja. Ja, du hast ein paar Ganz Minuten. ruhig rennen und sprinten und rollen und Ja, alles. du hast ein paar Minuten Vorsprung gehabt. Ganz ruhig Ja. Poetry Jump an, du verpasst Ja. nichts. Wump. Los, weiter. Was zur Hölle? Moment mal, Magulis, die kennen wir doch. Das ist die Mutter von den Ja. Tenors, die ursprüngliche Lotus. Die ursprüngliche Lotus, genau. Deren Augen man verbrannt hat, aus Versehen, nicht wahr? Na, von wegen aus Versehen. Aber ja. Oh, das Lied ist abgesoffen. Ein bisschen, aber man hört es im Hintergrund noch, ja? Los, lauf, lauf, lauf. Ja. Hat keine Atmosphäre, Muss wenn du man. langsam bist. Müssen wir wieder. Werden wir jetzt hier wieder eine verlorene Erinnerung wieder finden? Schön wär's. Das ist Ja. real. Ja. Fail. Ja. Vorführeffekt. Das ist der rechte Raum, wo deine Transparenzkammer war. Das ist das gleiche Level. Ja. Borlos war doch derjenige, der nicht Die den Punkt. Warframes erfunden hat. Ja. So, jetzt geht's los. Das ist deine Transparenzkammer. Geh hin. Ja. Das muss schon sehr alt sein. Los, rein. Okay, ist das jetzt Realität oder? Es ist die Realität. Honored Seven, we have gathered here today to carry out the sentencing of Archimedean Margulis. You face the Jade Light. Recant, and we will grant a merciful death. My daughters, my sons, I want you to know my last thoughts are of you.
Eine Blume. How long have we waited for this moment? I forgive me. For what? I am not who you think I am. But of course you are. Imprisoned, just as she was. Ballas. I will not abandon you again, Margalis. Okay, Eike, was sollte das jetzt, was hat das jetzt zu bedeuten? Lotus ist weg. Hat jetzt gerade Ballas, der Vater der Warframes, so sehen Urukins aus, meinst du? Gerade, so sah er aus. Gerade unsere Lotus entführt, unsere Mutter? Nicht entführt, mitgenommen. Ja, wer sagt uns denn jetzt, was für Quest wir annehmen müssen? Wirst du gleich sehen. Aber jetzt eine andere Tatsache. Wir sind allein. Apostasie-Prolog. Okay, den Begriff kenne ich nicht. Apostaten sind Leute, die sich einer Religion verweigern. What is happening? Is the Lotus... is she gone? Ordis will attempt to synthesize her mission directives until we can figure out where she is. Okay. Also im Prinzip der Austritt. Ja, derjenige, der aus einer Region ausgetreten ist, ist das der Titel? Richtig. Achso, ich dachte jetzt... Und Lotus ist ausgetreten. Ich hätte jetzt ehrlich eher gedacht, dass sie jetzt... ich hätte jetzt in Richtung von eher... Atheisten gedacht, aber in dem Sinne... Also hat sie jetzt quasi... Okay. Hat sie uns verlassen und will jetzt mit Ballas jetzt doch lieber im... im Ork im Wunderland leben, wo immer die hingegangen sind. Und sehen wirklich Orkins so aus? To the Orbiter. Okay. Das ist auch neu, Eike. Mhm. Erklär doch mal ein bisschen, was jetzt... Los, klick. Erklär doch jetzt mal alles, was jetzt eigentlich passiert ist. Also zumindest, was jetzt der große... Lotus ist entführt worden. Ja. Oder mitgegangen. Jedenfalls Magulis. Sie ist aber freiwillig. Der Anteil von ihr. Ja. Ja, natürlich. Aber wie sagt man bei Ballas? Ja, und jetzt alle, die sich jetzt denken, was ist jetzt passiert? Nein, wir sind jetzt im, ja toll, wir sind jetzt... Hallo! Wir sind in Orbiter von Eike. Jetzt können wir ja die Leute, die Orbiters besuchen. Achso, guck mal meine Stands. Warte, guck kurz. Hm? Nur kurz warten. Ja, kann ich nicht fokussieren, die Kamera. Ich kann nicht ist durch egal. Den Kopf, kann ich nicht. Den Kopf sehen, es geht nur Dritte-Person-Kamera. Warte, da jetzt. Verklappt dich! Apple-Pan! Okay. So, ja. Ich führe dich mal in meinem Schiff rum. Es wäre witzig, wenn jetzt hier nochmal Hey Kiddo auftauchen würde. Ja, lustig, nicht wahr? Ja, aber es ist halt immer Zufall. Das ist meine Schmiede. Ja. Meine Modbank. Ja. Mein Rhino. Ja. Meine Kavat. Ja.
Da kommt sie. Ich kann sie nicht streicheln. Da ist mein Helios. Ja. Hier ist mein Haustier, mein Hase. Ach ja, dieser kleine, den man sich da auf Cetus holen konnte. Und da hängt ein Fisch. Genau. Hier ist mein Geier. Von unten sieht man seine roten Turnschuhe. Seine roten Turnschuhe. Ja, ich frage mich. Meine Bilder. Übrigens, meine Orokin-Zellen. Ja, die haben wir auch mehr als genug. Du hättest eigentlich theoretisch alles mit Anasas voll kleben können. Und hier, meine NASA-Tür. Ja. Ach so, kann man die da auch platzieren. Genau. Meine Transferenzkammer. Ja. Ja, genau, so habe ich es auch aufgebaut. Obwohl ich jetzt nicht so viele Eiertanzschätze aufgestellt habe bei mir. Meine Bilder. Ja, komischerweise sind deine Bilder teilweise, weil die dir passen sehr in den Rahmen. Bei mir sind sie teilweise zu groß. Ja, deswegen kann man sie zentrieren. Ja. Mein Wohnzimmer. Noch völlig leer. Aber. Aber? Den kann man noch nicht sehen. Da ist Lotus Hut. Und das ist dein meistgespielter Warframe natürlich, nicht wahr? Deswegen steht der hier. Nein, das ist das Loadout, das ich gewählt habe. Ach so. Aber bisher hat der Raum noch keine tiefere... Ach, das hier wählen. Bisher hat der Raum noch keine tiefere Bedeutung, ne? Nee, noch nicht. Ah, und übrigens, da war jetzt so, kurz ein kurzes Leck, das tut mir leid. Ah. Mein Excalibur Prime. Ich habe keinen Prime. Natürlich, das ist natürlich nur eingefärbt so. Ganz genau. Ja, aber weißt du, es wundert mich eigentlich. Ich hätte eigentlich erwartet, dass vielleicht jetzt erstmal der feste Traum, schrägstrich diese Krankenstation, mit den riesen Mottos Lungenfisch, dass da vielleicht mal etwas kommt. Stattdessen geht diese Tür eigentlich auf, von der ich mal diese kaputte Tür auf, von der wir immer dachten, oder, nee, von der du behauptet hättest, da wäre dahinter die, wie heißt das, die Freizeitkombüse aus Alien. Oder ein Fahrstuhl. Warum nicht? Oder ein Fahrstuhl. Der noch weiter das unten ist jetzt die Fahrstuhl. Es ist jetzt die Freizeitkombüse. Ja schon, aber das ist zumindest jetzt kein Fahrstuhl, der beweist, dass der uns dahin führt, vom Orbiter wegführt, nicht wahr? Vorsicht, bleib weg von mir. Ja. Ich habe die Zyste an mir. Die habe ich wahrscheinlich schon im Hals, oder? Doch, da ich sehe da glaube ich einen kleinen Punkt. Ist da was? Nein, das ist normale Licht. Okay. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich spiele das hier, weil es ja jetzt gerade ein Fensterbrudus, deswegen ist es jetzt ein bisschen nicht die Details jetzt nicht hundertprozentig. Ich hab die Tür aufgemacht. Vorsicht, geh ganz vorsichtig an Nidus vorbei. Oh, ich kann mich setzen. Also habe ich wohl doch eine kleine Zyste am Hals. Nee, du hast gar keine am Hals. Du kannst dich infizieren. Ach, man kann sich jetzt infizieren lassen? Mhm. Mit einer Zyste? Okay. Da muss das aber eine Bedeutung haben, sonst hätten sie das nicht extra eingebaut. Wo ist der Riesenlungenfisch? Letzte Mal? Wo ist der Riesenlungenfisch? Warte? Das ist ein Maulfisch? Das ist ein Maulfisch? Ist auch ein Maulfisch. Noch ein Maulfisch? Zwei Maulfische. Ich sehe, dass das nicht ein Kutt-Kutt ist. Da ist er! Wo ist er? Da. Wie groß ist die höchste Gewichtsgrenze bei 50 Kilo. 30? Nein, bei denen waren Fisch. 40. 40, ja. Und das da sieht der hier wiegt bestimmt 200. Mindestens. Der war verseuchten Wasser ausgesetzt. Naja. Kannst du eigentlich zum Tenno werden? Hier drin? Nein, ich kann nicht zum Tello werden, weil ich die Taste drücke. Nein, es funktioniert hier nicht. Es funktioniert nur wohl anscheinend auf meinen Orbital in der Nähe meiner Station. Achso, geh da mal rein. Wo rein? In den Festetraum. Okay, geh nochmal rein. Nein, Helmin sagt nicht von wegen, oh, der Dämon und sowas. Kannst du raus? Nein, kann ich nicht. Ja, du hast mich jetzt... Du musst dich schon in die Tür stellen, ja, der Trick. Ditchan. Es soll sich mit der Lotion einreiben. Oder sich zumindest mit der Festet-Ziste infizieren, nicht wahr? Geht das? Willst du machen? Nee. Obwohl, dann kann ich es ja bei mir kannst eben abmachen. Kannst du ja nach 7 Tagen wieder abmachen. Kann ich ja bei mir auch wieder abmachen. Ach, machen wir es. Einfach mal auswählen. Ach so. Okay, ist nur ein Bug. Man kann also auswählen, es passiert nichts. Okay. Ich dachte jetzt schon, hä, warum kann man das auswählen, wenn man gar keine Ziste am Hals des Warframes dranhängen hat? Komm raus. Ja. Man kann Leute im Semifestetraum einsperren. Ja. Das wisst ihr jetzt.
Hätte jetzt mich gewundert. Jetzt habe ich gedacht, jetzt Helmut sagt jetzt, warum hast du meine Gabe, nee, warum hast du mein Geschenk abgelehnt? Wir sind eins, wir sind Trapperkeeper, wir sind eins, so nach Motto. Oh, Trapperkeeper. Ja. Wir sind Trapperkeeper, wir sind eins. Oh, so viele Sahnetorte. Genau. Ah, okay, wollen wir jetzt hier diese Ghoul-Mission nochmal machen oder lassen wir es jetzt erstmal hier? Wollen wir die Leute können verwirrt? Wir natürlich privat machen. Wollen wir die Leute erstmal verwirrt? Aber wir wollten den Leuten halt mal richtig fett spoilern. Genau, jetzt sind sie geschockt. Nein, wo ist jetzt Lotus Mutti! Mutti! Wo ist jetzt Lotus Schrägstrich Mutti Schrägstrich verdammt. Ist mir ein Name entfallen. Rebecca. Rebecca entfallen, genau. Genau, wo ist Rebecca hin? Mit den dicken Hüften. Na gut. Naja. So dick sitzt jetzt nicht, aber zumindest, die hat schon eine Kiste. Oh, Alter! Aber eine attraktive Kiste. Zumindest in den Stream, wo sie den Rock gehabt. Ja, genau. Ja, Tja, jetzt merken wir die. Boah! Frage. Wo ist sie jetzt abgeblieben? Naja, gut, wir sind ja nur in unserem Universum. Kann ich das hier auswählen? Kann ich meine. Nee, ich kann nichts auswählen in deinen Raumschiff. Ich kann nicht die Sternkarte auswählen. Schade. Vielleicht kann ich ja meinen Dino-Beater. Ja, weil. Na gut, wir sind ja in unserem Sonnensystem. Also kann sie nicht so weit weg sein. Auf irgendeinem Planeten wird sie schon mit Balach sein. Ich tippe mal wahrscheinlich in irgendein. Ich tippe jetzt mal wahrscheinlich mal in irgendein. Im Void. Oder im. Irgendein Orikim. In irgendein Orikim-Ruine, die wir noch nicht entdeckt haben. Wahrscheinlich. Und was hat es mit den Ghouls auf sich? Eike. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen, aber nicht mehr diese Aufnahme, oder? Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Wir wollen die Leute ja ein bisschen Ziel sein. So, jetzt schon. Oder wir wollen es nicht. Dann geh mal wieder an dein Schiff zurück. Wie mache ich das? Einfach zurück zum Orbiter, genau. Jetzt lad mich mal an deinen ein. Ja. Du kannst ja ablästern darüber, dass ich hier so im Vergleich zu dir. Escape? Ja, dann auf meinen Namen? Deinen Namen klicken? Oh, das geht nur mit dem Host. Wie mit dem Host? Der Host kann das noch machen. Dann lad mich ein. Okay, Spieler einladen. So, da ist er. Okay, und jetzt musst du mich in den Orbiter einladen. Und dann klicke ich auf dich in den Orbiter. Ah, da. Auf den Orbiter einladen. Passt zwar nicht komplett nicht rein, aber na gut, kein Wunder. Ich habe jetzt aufgeklickt. Ist jetzt, du müsstest doch eigentlich hier jetzt erscheinen, wa? Da ist er. Komisch, dass sie eigentlich von der Farbgebung eigentlich fast gleich sind. Ich meine auch so, wie heißt das, orange mit grün? Ja, ich weiß. Ich müsste mal vielleicht ein bisschen mehr Bewegung hier reinbringen. Und ein bisschen mehr Sachen an die Wand hängen. Ah, da ist ihr Helm. Der muss ganz schön schwer. Der muss ganz schön schwer sein, wenn man sich unbedingt in der Aufnahme geklungen hat, als er auf dem Boden gelandet ist. Ja. Lotus muss ein kräftiges Genick haben. Obwohl sich ja immer nur dieser Echo-Kamera. Ja, du hast ja auch diese Poster genommen. Ja. Ich habe richtige Bilder genommen. Ja, die Angebot sind halt im Job. Du musst auch auf die Form achten. Ja. Meinst du, wie das da? Toll. Die ist halt über den Duschgriff oben angehängt. Ja. Kann ich jetzt. Ja, das war sehr unspektakulär. Ja, gut, kann man. Ja, der kann nur nach vorne und hinten wippen. Das ist halt so. Tja, Leute, also wir werden jetzt hier mal beenden und werden uns jetzt mal diese Ghoul-Mission, diese. Ja, die werden wir uns angucken. Es können aber keine. Und übrigens meine Fingerknöchel. Es können jetzt aber keine infested Griniere sein. Sonst würden sie ja infested heißen. Also so Ghule. Bei Ghule denke ich eher an. Wie hieß er? Unser Necromancer Warframe hieß er nochmal. Necros Prime, genau. Nee. Quatsch. Ist Necros Prime? Ja doch, Necros Prime, genau. Aber das war ja was anderes. Das waren ja nur Schatten. Guck dir mal die neue Post an. Die neue Post? Wie die neue Post? Was haben wir da? Ghoul-Ausrottung. Hilf Konzo, die Ebene von deinen Grindier. Guck dir mal die. Nein, nein. SC? SC?
Kommunikation. Kommunikation und Posteingang. Vast numbers of Grineer ghouls are breaking ground near Cetus. Konzu requests any assistance you can provide. Die Lotus oder Lotus Aufzeichnung hatten hatten Grafikfehler. Die Grafikkarte ist kaputt. Oder die Datei ist beschädigt. Okay, was hat es mit diesen Ghoulen auf sich? Das werden wir jetzt selber erstmal rausfinden, aber... Das sagst du zum fünften Mal. Das sehen wir dann in einer einzelnen Folge vielleicht. Ah, yes. Aber gut, danke für die Zeit. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.